Bioware. EA. Und herzlich willkommen zu Mass Effect 2. Nach langer Zeit, nach langem Warten, kommt jetzt der zweite Teil dieser epischen Science-Fiction-Saga. Und wenn das Menü verfügbar ist, dann fangen wir auch an. So, ein neues Spiel. Und wir spielen natürlich mit unserem Charakter aus dem ersten Teil, aus dem Playthrough des ersten Teils weiter. Importieren Kate Shepard. Und starten ins Spiel. Mit dem ersten schönen Loading Screen. Ist ja nicht wunderbar formschön gemacht. Staunt in Ehrfurcht. So, Optionen habe ich schon alles soweit eingestellt. Natürlich auch diesmal wieder mit englischer Sprachausgabe. Schon allein, um das Ganze konsistent zu halten. Denn die englische Sprachausgabe ist immer besser. Vor allem beim Mass Effect. So, Name Kate Shepard, Rang 40. Spezialisierung Infiltrator hatten wir im letzten Teil. Psychologisches Profil, Vorbild. Commander Shepard ist dem Weg des Vorbilds gefolgt. Station Rex. Erdnot Rex hat die Mission auf Vermeer überlebt. Im Einsatz vermisst ist Caden Elenco und vermisst ist eigentlich nicht das richtige Wort. Getötet passt viel besser. So wie es hier steht. Ratsgeschichte. Der Rat wurde bei dem Angriff auf die Sittel von Commander Shepard gerettet. Und damit müssen wir jetzt weiterleben mit dieser Entscheidung. Electronic Arts presents a BioWare production. Jetzt halte ich meine Klappe. Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Saving the Citadel, even saving the Council. Humanity has the trust of the entire galaxy. And still, it's not enough. Our sacrifices have earned the Council's gratitude. But Shepard remains our best hope. But they're sending her to fight Geth. Geth! We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow her. She's a hero, a bloody icon. But she's just one woman. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose her. Einen Monat nach dem gewaltigen Angriff der Geth auf die Sittel ist die galaktische Gemeinschaft mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Die Allianz heute hat ein gewaltiges Opfer gebracht, um das Sittel-Rat zu retten. Deshalb wurden die Menschen auch in diese erlesene Gruppe aufgenommen. Der Rat muss nur auf Beweise reagieren, denen zufolge die Reaper gewaltigen Maschinen, die alle 50.000 Jahre sämtlicher organischen Zivilisationen auslöschen, zurückgekehrt sind. Das war viel zu viel Text für die kurze Zeit. Die Normandy ist zurück! Fuck yeah! Ach ja, da kommen doch Erinnerungen wieder hoch. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Presley! Kinetic barriers down!
Multiple hull breaches! Weapons offline! Somebody get that fire out! Beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? Ja klar. Jetzt dürfen wir auch was sagen. Hallo erstmal. Da bin ich wieder. Ja, sie werden kommen. Auf jeden Fall. Sollten sie besser. I'm not doing this just so they can find our frozen corpses. Get everyone onto the escape shuttles. Joker's still in the cockpit. He won't abandon ship. I'm not leaving either. Du wirst gehen. Keine Zeit für Diskussionen. Und ich hoffe, ich schreie nicht zu laut. I need you to get the crew onto the evac shuttles. I'll take care of Joker. Commander. Ashley, go. Now. Aye, aye. Jetzt dürfen wir uns auch bewegen. Mayday, Mayday, Mayday! This is FSV Normandy! Und wir holen jetzt Joker ab. We've suffered heavy damage from an unknown enemy. Jo. Come on, baby, hold together. Hold together. Ja, ja, ich halte schon zusammen. Achso, er meint die Normandy. Okay, das ganze Mobiliar hängt hier in der Luft rum und bewegt sich wunderschön realistisch, physisch animiert durch die Gegend, wenn wir dagegen laufen. Behaupte ich jetzt auf jeden Fall erstmal. Und da ist Joker hinter einer schönen blauen Trennwand. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. Nein. Das Leben ist zu kostbar. The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Yeah, okay. Help me up. They're coming around for another attack. Die Explosion war aber cool. Oh, die Luft stürmt aus dem Anzug. Das ist nicht gut. Jetzt sind wir so ein bisschen eingefroren. Epische Musik und epischer Sonnenaufgang. Besser geht's nicht.
Mass Effect 2. Nochmal herzlich willkommen zu diesem Spiel. Was ist das? Die Musik erinnert mich jetzt irgendwie mehr als an Assassin's Creed, aber okay. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Lazarus. So, das sind unsere ganzen Vitalitätszeichen. Ich wollte in diese schöne Sequenz jetzt nicht reinquatschen, aus irgendeinem Grund. Wir sehen immer noch so aus. Und das werden wir auch bleiben. Die Augenbrauen sehen ein bisschen komisch aus. Aber wir werden mit dem Gesicht weiterspielen. Können wir... Nee. Dann nehmen wir das importierte Gesicht. Ich dachte, wir können das vielleicht auch direkt bearbeiten. So, in den letzten Teil hatten wir Infiltrator-Spezialisierung. Hier gibt es aber einige mehr in diesem Spiel. Nee, ich glaube, es gibt genauso viele. Aber... Soldat ist auf jeden Fall sehr cool, da hat man Zugang zu Patch-Einwaffen. Techniker bekommt noch KI-Hacken, das heißt, man kann gegnerische Droiden, Roboter sogar hacken und die auf seine Seite ziehen, zumindest für kurze Zeit. Dann gibt es noch die Kampfdrohne, die für einen kämpft, wie man sich wahrscheinlich schon dachte. Dann Überlastung, Verbrennung, Kühlstrahl, das erklärt sich alles von selbst, denke ich. Experte gibt es auch wieder. Halt mit Biotik, was ich im ersten Teil kategorisch ausgeschlossen habe. Hier ist das allerdings ein bisschen besser gemacht, meiner Meinung nach. Von daher wäre es eigentlich eine Option, das zu nehmen. F5X-Implantate, das heißt, die alten L2s, die der Caden Alenko noch hatte, sind längst passé. Wächter. Tech-Panzerung, Werfen, Warp, also technisch und Biotik auf einmal, das ist dann wieder genau biotisch und Soldat, biotischer Soldat. Infiltrator finde ich eigentlich ganz cool. Taktische Tarnung, ich habe die noch nie benutzt und das KI-Hacken vom Techniker hat man da auch. Und die haben auch nur schwere Pistolen und Maschinenpistolen, deswegen nehme ich die nicht so gerne. Biotik finde ich, wie gesagt, ganz gut hier eigentlich. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir das nicht. Nehmen wir es so eigentlich nicht, wir nehmen das, oder? Überlastung, Verbrennen, KI, ein Kühlstrahl. Kampfdrohnen wäre eigentlich auch cool. Moment, lass mich mal einen Moment überlegen. So, ich glaube, ich habe mich entschieden, ich nehme jetzt den Soldaten, weil er Zugang auf alles hat und ich sonst eigentlich immer was anderes nehme. Deswegen nehmen wir jetzt den Soldaten. Und schauen uns Kate nochmal an. Kate Shepard, auf der Erde geboren, Kriegsheld, Soldat. Profilregistrierung abgeschlossen. Klicken Sie auf Annehmen, um fortzufahren. Das machen wir jetzt auch. Bestätigen. Loading Screen! Yeah! Something's wrong. She's reacting to outside stimuli, showing an awareness of her surroundings.
Oh my God, Miranda. I think she's waking up. Damn it, Wilson. She's not ready yet. Give her the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Heart rate dropping. Stats falling back into normal range. Too close. We almost lost her. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Jubos attraktive Dame vom Anfang war das wieder. Und sie haben uns gerade noch mal gerettet. Wake up, Commander. Shepard, do you hear me? Get out of that bed now. This facility is under attack. Oh, diese Augen. Oh. Shepard, your scars aren't healed, but I need you to get moving. This facility is under attack. There's a pistol in the locker on the other side of the room. Hurry. Gott. Was haben wir mit den Augen los? Was ist mit den Augen los? Ah, Hilfe! You don't have time to wait around, Shepard. Grab your weapon and armor. This pistol doesn't have a thermal clip. It's keep your head down, Shepard. Shield yourself from the glass. Someone's hacking security trying to kill you. Look for a thermal clip for your pistol. So. Damit hätten wir einen Clip für unsere Pistole. Looks like they set up a barricade to try holding the mechs off. So. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Hier bin ich die erste Folge nach dem Intro, nach dem etwas überstürzten Anfang des ersten Levels. Vielen Dank fürs Schauen, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt endlich Mass Effect 2 anfangen konnten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.